Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier Arsch. Hallo, herzlich willkommen, ne? Klar. Und ja, heute geht's weiter mit baurechtlich Wasser. Und ich werde mir jetzt kümmern, nicht ausmachen, dass ich weiter Mischfutter für die Kühe ranschaffe. So einen richtigen Fahrzeugwunsch erwischen, ne? Da ist er doch. Ich musste nur vorhin Geld aufs Konto bringen, sonst hätte der Abfahrer für Wasser nicht gefahren. Anfang ist der Punkt zum Kaufen. Aber so viel kann es ja gar nicht sein. So. Kühe kriegen Futter, Wasser haben sie schon. Dann kriegen sie noch Stroh, auch die Schweine. Und ja. Dann muss nicht gleich die nächste Aktion gemacht werden, Ballenpressen auf Feldmoor 36. Da muss ich aber erstmal die Fahrzeuge organisieren, die Ballenpressen und so. Das geht gleich los. Aber erstmal wenn die Kühe Futter haben, sonst beschweren die sich. Mal kurz reingucken innen drinnen. Macht sicher nichts. Denn da war ja auch schon ziemlich alle. Ja, irgendwann muss immer die Schweine umstallen, ne? Die Ferkel müssen wir an ihren Aufzugstall, dass Muttertiere alleine sind. Und wenn das soweit ist, die brauchen schon nicht mehr. Die haben schon alles, die haben Futter, das sind Kälber. Da muss ich aber auch noch beigehen. Also irgendwann muss ich mir einen Viehanhänger nehmen und die Kühe und Kälber von den Muttertieren trennen. Irgendwann geht es wieder zurück, weil ja die Kühe ruhig ein bisschen mehr werden dürfen, obwohl ich also nicht aktuell habe, weiß gar nicht mehr damit. Ist ja der Wahnsinn, was ich jetzt Futter drauf Milch kriege. Hier der Milchwagen fährt schon eine, ja, ich weiß nicht, wie viel da drin ist, aber jedenfalls, das waren ja mal 500.000, ne? Und das soll immer gleich was verarbeiten. Ne? Karton, Papier, alles. Da habe ich ja jetzt eine Hackfritze und ein Sägewerk. Also da könnte ich noch ein bisschen organisieren. Ansonsten müsste ich morgen in Thüringen, da ja die Ernte noch nicht geht, zum einen ist es nass, zum anderen ist es noch nicht reif, da werde ich da entsprechend Hackfritze machen, ob das eben kommt. Leider ist das so. Nix ungünstig. So. Das hier hängt ein Attack zusammen, dass ich hier ein bisschen links und rechts gucken kann. Ist ein bisschen wackelig, weil ich aktuell ein Auge gestört wird, ne, durch den Mikrofon. Also der Sichtkontakt ist nicht immer perfekt. So, Stroh und Heu habe ich auch noch genug. Vor allem Heu. Da muss ich mal eine Ladung Heu beim Mischfutter abkippen. Das könnte ich gleich machen. Dass ich die Ballen verarbeiten kann. Ne? Das Heu ist das läuft bei fast alle. So, machen wir gleich Heu rein. Und dann nochmal eine Ladung Futter. Und dann eher Stroh. Für die Tiere. Heu 1,8 Millionen rund. Da nicht mal eine gute Hausnummer. In Thüringen habe ich nicht so viel, aber da werde ich mal das Mischfutter verkaufen. Das könnte ich übrigens auch mal machen, ne? Und so viel haben, das können wir auch Geld verdienen mit, ne? Und da müssen wir noch in den Mist. Werde ich entsorgen, aber halt verwerten, ne? Ja, da weiß ich auch nicht genau, wie ich das hinkriegen soll. Also viel haben. Entweder einen Radlader besorgen und dann kräftig großen Schaufel. Und ja, mal sehen.
Hier mal gucken, den Punkt ich finde. Dann wenn ich gucke. Heu ist aber noch drin, aber halt. Kann er nämlich durchproduzieren und dann kann er die ganze Silage verarbeiten und Stroh reicht dann auch eine Weile. Denkt man wäre auch Stroh, oh ja yeah, genau, Stroh. Wir werden hier so viel Stroh bekommen. Ich habe hier so Weizen und Gerstefelder. Ich will mal sehen, wo ich jetzt ja die Rapsfelder näher mache. Heute Quatsch, ne? Das ist eine gute Frage. Wo mache ich eine Rapsfelder hin? Zum Milchfahren. Also brauche ich alles. Powerhead und Wasser. Powerhead nun Getreide. Oder kann ich bald wieder fahren, ne? Also fahren lassen. Ne? Das geht alles irgendwie. Ja, Ballen pressen muss ich Ballen einsammeln. Weil die Ballen stehen ja im Weg, ne? So, da sind wir wieder. Der Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Ja, Mist, so viel Mist, oh Mann. Oh, Mischwasser ist voll. Müsste man so ein Dings haben hier. Ja, gleich ein Pelletspress, der Mist, ne? Ich hab mal so ein Ding gesehen, der aus der Gülle das die Feststoffe rausgesammelt hat. Also, extrahiert und noch, kann man sagen, ne? Also, dass nur noch die Flüssigkeit aus Acker gebracht wurde und der Rest war ja wie Mist, ne? Ja, wissen, wenn die Kühe was hinten rauslassen, ist ja nicht alles flüssig, ne? Das ist ja auch die Pflanzenfasern, die unverdaulich, ne? So, jetzt brauchen wir noch Stroh. Ja, und das haben sie mal gezeigt, wie das gemacht wird. Aber ich finde das ein bisschen Quatsch. Das ist nur so eine Masche. Das macht ja nur interessant sein für die ganz Großen, wenn die keinen Platz haben für Gülle. Und dann ist aber schon was faul, wenn die zu viele Tiere haben und keinen Platz für Gülle haben. Und ich wissen wohin. Ja, aber Stroh, das kommen wir bald wieder neue zu. Das ist, werden wir sammeln. Entweder mit Ballen oder mit Sammelwagen. Wahrscheinlich Sammelwagen. Wahrscheinlich. So wie auf der Thüringen. Da werde ich jetzt die Erntekurse speichern. Ja, für 2, 3 und so, ne? Mal gucken, wo ich zuerst ernten kann. Vor allen Dingen Weizen und Gerste. Und da entsprechend dann rechtzeitig Raps aufzusehen, ne? Muss ich sehen. Weil Raps muss ich auch wieder zwei Felder haben. Oder eine große Felder. Komm, ich habe keine Mission. Drücke ist heute gebaut. Also der Bauvorschlag ist schon zu sehen. Hatte ich auch schon mal kurz gezeigt gehabt in einer der Folgen davor. Ich glaube auf zwei Folgen. Das kann man schon langsam sehen, wie das entsprechend zunimmt. Also die Fahrbahn ist überall schon zu sehen, der erste Abschnitt. Und Ballen muss sammeln. Ballen pressen. Oh je.
Der Tag ist lang, sagt man so, ne? Aber immer einer am anderen. Wir müssen so vieles machen hier. Nicht abkippen, aufbauen. Um die Tiere diesen Stall. So. Rückwärts fahren leicht und dann gleich links rüber. So. Ich staune selber. Manchmal schaut das so gut, rückwärts fahren, manchmal überhaupt nicht. Das ist halt so, ne? Dann muss ich mir irgendwann mal einfach noch ein Stroh mit Mist. Bin mir noch nicht ganz flüssig. Entweder Förderband mit Hänger hinstellen. Mit Aura ist auch ungünstig, weil wir könnten höchstens zum BGH fahren, Auto 3. Das wird funktionieren. Aber wie gesagt, beladen ist okay. Noch nicht zugemacht. Nee. Dann wird das nichts, wenn wir zumachen. So. Tja, Geld verdienen mit Bier, ne? Mal sehen, wie lange das noch. Brauerei geht ja auch fleißig in Arbeit, also. Da könnte noch bald wieder eine Million reinkommen, ne? Theoretisch. Pelletsfabrik, naja, gut. Abkippen ist gut. Gülle wäre einfacher, ne? Da hat man bloß da vorbeifahren, aufladen und wegfahren, ne? Vom Arbeitsaufwand her, ne? Na, mal sehen, was ich hier mache. Jetzt kriegen wir mal Stroh und Mist muss ich sehen, wenn in die, wird ja auch die Ernte, ne? Naja, ich schon schwarz, Stroh bevor ich nichts im Winter gemacht werden. Irgendwie im Winter. Dann haben wir genug Stroh jetzt. Es füllt sich langsam. Wir haben genug. Den Rest für die Schweine. Falls das nicht reicht, können wir gleich mal nochmal Nachschub holen. Normalerweise fahre ich ja nicht mit Pflegebereifung, sondern mit Trecken, ob das sein muss. Also, umrüsten, das finde ich auch nicht. Ich will ja noch die Wiesen düngen, das ist ganz wichtig. Das ist ja das nächste. So, kann ich das voll machen. Und auf geht's zu den Schweinen. Ne? Aber extra ein Strohlager anschaffen da hinten. Das war unser Tankwagen. Aber hier mit Kies und Sand, das machen wir einfach mit
lasse ich ein bisschen ruhen zur Zeit, bis wir da ja eine eigene Dieselproduktion haben, ne? Das ist ja noch nicht so weit, das ist ja. Erstens brauche ich dafür ein bisschen mehr Raps und zweitens, was ja auch ganz wichtig wäre, ein bisschen Geld dafür, ne? Haben wir aktuell nicht. Wollen wir gleich eine Ballenpresse hinfahren mit dem Traktor? Kann ich machen, ne? Den Hänger hier stehen lassen oder am Hof stellen, ne? Das ist klüger. In längerer Sicht, dass wir da ein bisschen System haben. Die brauchen ein bisschen mehr, okay. So, Reststroh zum Hof. Den Hänger stellen wir jetzt bei den Hänger hin, ne? Das ist ja hier. Ich suche jedes Mal, das wäre schon nicht so schlecht. Und dann geht's bald los mit der Ernte. Vorbereiten. Aber Stroh werden wir gar nicht groß machen müssen. Weil ich so viel Stroh noch im globalen Markt kann haben. So. Amazon. Vielleicht mache ich hier auch mal kein Stroh. Nur immer viel Raps in Anführungszeichen. Da ein bisschen ruhiger hinkriegen. Dann können wir auch Diesel für Thüringen verkaufen. Ne? Geht ja ums Geben und Nehmen, ne? Also wenn ich da jetzt viel Getreide eingekauft habe, also Weizen und Gerste, dann muss ich auch umgekehrt auch da was verkaufen, damit ich das Geld hier wieder reinbekomme. Sonst habe ich ja hier extrem, ja, bilanzmäßig Minus, ne? Auf Dauer. Und das ist auf Dauer ja schlecht. So, Stroh haben sie alle, Futter auch und Wasser. Erledigt. Und das stellen wir genau dahinter. Und dann nehmen wir die alten Ballenpresse hier, die von Kuhn, die noch steht im Stall. Im Stall von in der Garage. Da öffnen sich. Das wollte ich ja so hinstellen. So, also 7 Uhr. Wann? Das war so geplant. Was hier ein Anhänger ist, ne? Dann können wir hier uns durchklettern, ne? Natürlich, wenn ich was sehen würde, ne? Ups, klappt das. So, dann wollte ich die Bahn fertig fahren. Ich kann ja auch den Kurs kopieren, das ist ja nicht. Sowieso einstellen. Dazu müsste ich ihm aber. Ich kann nämlich die anderen Ballen treffen, die anderen Mähdrähte dran lassen. Und. Packen wir gleich. Und dann gleich mal umrüsten. Reparieren wir natürlich gleich mal, ne? Den machen wir auf Rot. Ist optisch besser, ne? So. Nur so schwer brauche ich gar nicht haben normalerweise. Okay. Und. Jetzt will ich jetzt mal rein von hinten. Standard. Radgewichte, Breitreifen. Breitreifen ist okay. Motorenleistung war eh. Bei 82 PS passt. Mehr hat er sowieso nicht.
Schön. Kurz waschen. Aber hier sind, ne? Wir das Rot erkennen können, ne? Oh, Folge schon zu Ende. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ich sag mal schöne Bitte. Ich sag mal eine Bitte. Allein für die, mein Sohn ist ja nicht, wichtiger, aber für Algorithmus ist es ein Vorteil, wenn man geliked wird und vielleicht ein kleines Kommentärchen. Hallo reicht das schon. Es muss ja nicht groß sein, überhaupt nicht. Ist nur für Interesse der für Algorithmus, dass da Interesse da ist. Also vielen Dank dafür. Und dass mein Kanal ein bisschen wachsen kann. Tschüss, ciao und vielen Dank fürs Reinschauen. Bis dann und tschüss.